Nidhir. Willkommen bei Die Bedeutung der Mumie. Die erste Hieroglyphe für Einbalsamierer findet sich in Pyramidentexten des Alten Reiches. Wahrscheinlich war das Einbalsamieren ein Handwerk, das sich parallel zu den altägyptischen Begräbnispraktiken entwickelte. Obwohl wir nicht wissen, wie das Einbalsamieren zum Beruf wurde, ist heute sicher, dass es eine strikte Hierarchie gab und jeder Einbalsamierer sich auf eine bestimmte Phase des Mumifizierungsprozesses spezialisierte. Ihre Techniken waren ein wohlgehütetes Geheimnis der Einbalsamierer und wurden über Generationen weitergegeben. Herodot und Diodor konnten ihre Methoden in der Spätantike schließlich doch enthüllen. Historiker zweifelten aber an der Echtheit dieser Texte. Die Mumifizierung blieb ein Mysterium, bis schließlich zwei Teams von Gerichtsmedizinern 1994 und 2011 die Angaben verifizieren konnten. In der Balsamierungshalle präparierten die Einbalsamierer die Körper der Verstorbenen für die Ewigkeit. Bis zum Ende des Mittleren Reiches arbeiteten sie in Zelten am Rande der Stadt, um den Verwesungsgestank fernzuhalten. Im Neuen Reich wurden die Balsamierungshallen in die Städte verlegt, allerdings arbeitete man immer noch im Freien. Mit der Weiterentwicklung der Praktiken und Techniken wuchs möglicherweise auch das Ansehen der Einbalsamierer in der altägyptischen Gesellschaft. Die aufwendigsten Mumifizierungsrituale blieben den Pharaonen vorbehalten. Den reicheren Bürgern Ägyptens standen ebenfalls zahlreiche Optionen offen. Keine davon erlaubte jedoch die Entfernung von Gehirn oder Eingeweiden. Nach der Reinigung des Leichnams injizierten die Einbalsamierer eine Flüssigkeit durch das Rektum, das man anschließend versiegelte. Dann wurde der Körper für 40 Tage in Natron eingelegt. War der Körper getrocknet, entfernte man die Versiegelung und die aufgelösten Eingeweide konnten abfließen. Zurück blieben Haut und Knochen. Diese wurden in Tücher eingeschlagen und der Familie zur Beisetzung übergeben. Die kostengünstigste Methode war die Injektion einer Flüssigkeit namens Somaya. Der Körper wurde anschließend ebenfalls in Natron eingelegt und dann der Familie übergeben. Für alle, die sich keine Einbalsamierung leisten konnten, blieb nur eine Beisetzung in der Wüste, um den Körper bestmöglich zu erhalten. Ägyptens Zivilisation übte lange vor der griechischen und römischen Ära eine starke Faszination auf den Westen aus. Bereits im Mittelalter schickten Reisende, die auf Mumien stießen, diese oft nach Europa. In den Kuriositätenkabinetten des 16. und 17. Jahrhunderts konnte man so oft auch Artefakte der Pharaonen bestaunen. Eine erste Welle der Ägyptomanie wurde durch den Ägyptenfeldzug von Napoleon Bonaparte von 1798 bis 1802 ausgelöst. In den folgenden Jahren stieg das Interesse an der alten Kultur. Reiche Enthusiasten und Gelehrte brachten Ägypten einer breiten Öffentlichkeit nahe. Viele ägyptologische Forschungsgesellschaften wurden während dieser Zeit gegründet. Unter der Leitung von Thomas Cook setzte 1868 der Massentourismus nach Ägypten ein. Die Wohlhabenden unternahmen Vergnügungsreisen nach Ägypten und kehrten mit Mumien im Gepäck zurück.
Wieder zu Hause veranstaltete man bizarre Soirees, während derer die Mumien Streifen um Streifen entkleidet und ihre Amulette beraubt wurden. Diese Veranstaltungen galten als kulturelle Höhepunkte der Saison. Die ägyptischen Sammlungen vieler Museen verdanken ihre Exponate dieser ersten Plünderungswelle. Aufgrund dieser zwielichtigen Veranstaltungen entstand der Mythos der Mumie, die zurückkehrt, um sich an ihren Schändern zu rächen. Der Fluch der Mumie erfreut sich seither ungebrochener Popularität. Eingang fand das Motiv vor allem in Literatur und Film. Im alten Ägypten. Während der Rituale und Feste trug man die Gottheit auf ihrer Sonnenbarke durch das Tempelgebiet oder auch in die Tempel anderer Städte. Die Bildwerke der Grabkammern und der Totenbücher zeigen über Jahrtausende das gleiche Schiff und das gleiche Ruder. Sonnenbarken wurden in vielen Grabkammern von Pharaonen gefunden. Sie sollten den Pharao auf seiner Reise ins Jenseits tragen. Die alten Ägypter glaubten, dass der Sonnengott Re mit der Sonnenbarke seine Bahnen über den Himmel zog. Die Sonnenbarke soll dabei mythische Länder betreten haben. Re glaubte, die Menschheit habe sich gegen ihn verschworen. Er trug daher Sachmet, der löwenköpfigen Kriegsgöttin, auf, alle zu töten. Zu seinem Verdruss wurde Re aber schnell klar, dass ihn niemand mehr verehren würde, wenn alle Menschen tot wären. Um die rasende Sachmet aufzuhalten, braute man Bier und färbte es mit Granatapfelsaft ein, damit es Blut ähnelte. Sachmet trank jeden Tropfen des Gebräus, den sie finden konnte, und wurde schließlich ohnmächtig. Als sie erwachte, war sie besänftigt und verwandelte sich in Bastet. Dieser Mythos wurde mit dem schönen Fest der Trunkenheit gefeiert. Anders als die täglichen Rituale, die in den Tempeln von Priestern durchgeführt wurden, boten solche Feste allen Menschen Gelegenheit zur Teilhabe. Die Feste brachten Struktur und Orientierung in den Lauf der Jahreszeiten. Den Bürgern vermittelten religiöse Feiertage das Gefühl von Beständigkeit. Sie stärkten den Sinn für eine gesellschaftliche Ordnung, deren Aufrechterhaltung zu den göttlichen Aufgaben eines jeden ägyptischen Pharao zählte. Die Bedeutung dieser Feste zeigt sich durch ihre Langlebigkeit. Aufzeichnungen belegen, dass die Osiris-Feste über 2000 Jahre lang begangen wurden. Manche Feste dienten in erster Linie der Stärkung von staatlicher Kontrolle und Herrschaft. Sowohl das Freudenfest des Opet als auch des Set wurden eingeführt, um die Erneuerung der königlichen Macht zu feiern. Die Hierarchie im Tempel bestand aus Hohepriestern, verschiedenen weiteren Priestern, Schreibern und Dienern. Der Hohepriester wurde als Prophet bezeichnet. Manche Gottheiten hatten bis zu 4 Propheten. Diese führten die aufwendigsten und komplexesten Rituale durch. Ja.
Ägyptische Priester hatten nicht nur religiöse Aufgaben, viele von ihnen spielten auch in der Verwaltung Ägyptens eine zentrale Rolle. Ihre Hauptaufgabe bestand dort in der göttlichen Legitimierung des Pharao. In den Tempeln fiel ihnen vor allem die Verantwortung für die korrekte Durchführung der Rituale zu. Sie waren keine Wächter des rechten Glaubens oder Prediger. Schreiber waren die Hüter der heiligen Wissenschaften. Manche Priester waren vor allem für Begräbnisriten zuständig und verfügten über medizinisches Wissen. Die Diener des Ka waren Priester von niederem Rang, die Opfergaben zu den Begräbnisritualen trugen. Vorlesepriester zeichneten sich dadurch aus, dass sie lesen und schreiben konnten. Sie rezitierten sowohl im Tempel als auch bei Beisetzungen aus heiligen Texten. Priester und alle anderen Diener arbeiteten insgesamt nur 3 Monate im Jahr im Tempel. Nach einem Monat kehrte man für ein Quartal wieder zu seinen Tätigkeiten im Zivilleben zurück. Die Gruppe, die ging, übergab den Tempel und alle Werkzeuge an die Neuankömmlinge. Nur die Hohepriester versahen ihren Dienst im Tempel ohne Unterbrechung. Das Herz des Tempels wurde Djesat Jezeru genannt. Heiligster der Heiligen. Der heiligste Ort im Tempel war der Raum, in dem der Schrein des ihm geweihten Gottes stand. Dort hatten nur die Priester Zutritt. Sie brachten Opfer dar und führten Rituale durch, die nicht einmal der Pharao sehen durfte. Obwohl sich das Team letztlich dazu entschloss, jedem Charakter im Spiel Zutritt zu diesem Bereich zu gewähren, war das eigentlich ein Vorrecht der Priester. Pharaonen und ihre Priester wählten die Standorte von Tempeln oft aufgrund mythologischer Assoziationen aus oder versuchten, diese an den Sternen auszurichten. Vor dem Bau führte man ein Ritual durch. Der Pharao musste während dieses Rituals 10 Schritte durchführen, die aus einer Mischung aus Opfergaben und speziellen Bautechniken bestanden. War der Tempel fertig, begann man mit dem Bau der Naos genannten Kammer, die den Schrein enthalten würde. Im Naos stand das Bildwerk der Gottheit. Für gewöhnlich waren diese Skulpturen aus Stein oder Holz gefertigt und reich mit Gold, Silber und Edelsteinen verziert. Kleinere Tempel hatten nur einen Naos, während größere Anlagen wie der Tempel von Karnak in vielen Kammern Götter wie Amun, Ptah und Osiris beherbergten. Jede der Statuen galt als Gefäß für die Präsenz oder die Wesenheit des Ka eines Gottes, was ihm erlaubte, irdische Gestalt anzunehmen. Durch die Statue kam die Gottheit in den Schrein, um zu essen, zu trinken und mit dem Pharao oder den ihn vertretenen Priestern zu kommunizieren. Ah, mini-mit. Ah! Ja, ich bin. Ah, mit Buch.
Alten Ägypten. Das Leben der alten Ägypter unterschied sich in vielerlei Beziehung vom Leben der modernen Menschen. Allerdings gibt es auch überraschend viele Parallelen. Den Alltag der einfachen Menschen vor so vielen Tausenden von Jahren besser verstehen zu lernen, schlägt eine Brücke zwischen den Zeiten. Nedjer! Enukuas! Schmuck war bei Ägyptern aller Schichten der Gesellschaft äußerst beliebt. Männer und Frauen trugen Ohrringe, Ringe und Armreifen. Wie viel Schmuck man trug und wie kostbar dieser war, hing vom sozialen Stand ab. Die einfachen Leute liebten Perlenhalsketten, einfache Armreifen und Lederfußbänder. Bunt bemalte Keramik und Glaspasten waren äußerst populär. Der Schmuck der Eliten bestand aus Gold, Silber und kostbaren Halbedelsteinen. Da das Gold nie seinen Glanz verlor, wurde es mit dem Fleisch der Götter gleichgesetzt. Besonders beliebt waren üppige Colliers. Die aus vielen Materialien geformten Perlen stellten oft Tiere oder Blumen dar. Das sanfte Klirren des Schmucks sollte die Götter besänftigen. Trotz der stilisierten Formsprache verraten die Malereien der Grabkammern viel über modische Vorlieben im alten Ägypten und deren Wandel. Die alten Ägypter nahmen die äußere Erscheinung sehr ernst und widmeten sich Themen wie Mode, Haartracht, Schmuck und Körperpflege äußerst gewissenhaft. Altägyptische Kleidung wurde fast ausschließlich aus diversen Qualitäten von Leinen hergestellt. Das Leinen war meist weiß. Man schlang sich die Stoffbahnen üblicherweise um den Körper. Es gab allerdings auch geschneiderte Gewänder. Reiche Männer trugen lange Tuniken, Lendenschurze oder Röcke, während die ärmeren Männer nur mit Lendenschurzen bekleidet waren. Die Frauen trugen lange Gewänder. Die Qualität des Stoffes hing vom sozialen Stand ab. Die meisten Ägypter gingen barfuß. Allerdings gab es auch Sandalen aus Papyrusfasern oder Leder. Hier habt ihr ein Ujasinim. Kosmetika wie Mittel gegen Körpergeruch oder schlechten Atem waren ein wichtiger Bestandteil der täglichen Körperpflege der Ägypter. Die sowohl von Männern als auch von Frauen genutzten Kosmetika dienten neben der Verschönerung auch der Pflege und dem Sonnenschutz. Roter Ocker, ein natürliches Mineral, war das einfachste Mittel, um Wangen und Lippen rot zu färben. Henna wurde zum Färben von Nägeln, Lippen und Haar eingesetzt. Reichere Frauen schmückten zudem ihre Handinnenflächen und Fußsohlen mit Henna-Ornamenten. Die alten Ägypter schrieben Kajal magische Kräfte zu. Der damit gezogene Lidstrich diente als Sonnenschutz und als Schutz vor Augeninfektionen, die bei Kontakt mit Nilwasser drohten.
Ein spezieller grüner Kajal aus Malachit wurde nur bei Zeremonien oder religiösen Ritualen aufgetragen. Frauen trugen ihr Haar lang und häufig zu Zöpfen geflochten. Reichere Frauen schmückten sich mit geschnitzten Kämmen oder Haarnadeln. Das Haar der Männer war meist schulterlang. Während der dynastischen Periode schor man sich kahl, eine Mode, die von den Eliten eingeführt und bald auch vom einfachen Volk übernommen wurde. Die Königin Hatschepsut trug einen Schmuckbart, als sie zur Pharaonin wurde. Perücken waren sehr beliebt. Man trug sie an Festtagen oder um graues Haar oder Kahlheit zu verbergen. Befestigt wurden sie mit Bienenwachs. Die kostbarsten Perücken waren aus menschlichem Haar und dem Adel vorbehalten. Einfachere Perücken bestanden aus Leinen, Wolle oder Tierhaar. Bis zur Pubertät blieben Kinder meist kahl geschoren. Den Mädchen ließ man einige Strähnen. Die Jungen trugen einen geflochtenen Zopf an der Seite. Landwirtschaft und Jahreszeiten. Getreide wurde in den verschiedenen Oasen, vor allem aber in den fruchtbaren Tälern des Nils, angebaut. Vorherrschend waren zwei Getreidesorten, Gerste und ein urtümliches Getreide namens Emmer. Diese beiden Zutaten machten Brot und Bier zu den wichtigsten Nahrungsmitteln und gleichzeitig zur wirtschaftlichen Basis Ägyptens. Die ptolemäische Ära brachte eine landwirtschaftliche Revolution. Es wurden neue fortschrittliche Anbautechniken und Getreidesorten wie Reis, Hartweizen und Perlhirse eingeführt. Die steigenden Erträge trugen zu einem erheblichen Wirtschaftsaufschwung im alten Ägypten bei. Zudem entwickelten sich Lagerungs- und Transportwesen weiter und erlaubten den Export der Güter in weit entfernte Regionen. Bierrationen waren Teil eines Entlohnungssystems mit Naturalien. Die Arbeiter in den Steinbrüchen und auf den Großbaustellen erhielten ihren Lohn in Form dieser Nahrungsmittel. Bier war so wichtig für die alten Ägypter, dass es eine dafür zuständige Gottheit gab, Tjenenet. Tjenenet wird meist in Zusammenhang mit der Braukunst dargestellt,
ein den Frauen vorbehaltenes Berufsfeld. Um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, wurde das Land in Parzellen aufgeteilt und man gründete große landwirtschaftliche Kollektive. Zu den größten Landbesitzern gehörten der Staat und die Tempel. Abhängig von der Region wurde das Land von Staatsdienern verwaltet oder verpachtet. Die alten Ägypter nutzten zur Kultivierung des Landes einfachste Werkzeuge. Die Erde wurde mit Hacken aufgebrochen, Furchen zog man mit einem Pflug. Die drei Perioden namens Achet, Peret und Schemu bezogen sich auf spezielle Phasen des Ackerbaus und die natürlichen Zyklen des Flusses. Achet war die Zeit der Überschwemmung, beginnend mit dem Erscheinen des Sirius-Sterns im Juli. Peret war die Zeit des Kultivierens, Pflügens und Sehens in den Monaten Oktober und November. Schemu dauerte von Mai bis September an, dann begannen Ernte und Schätzung. Aufgabe des Pharao war es, die Ordnung gegen das Chaos zu verteidigen und für sein Volk zu sorgen. Auch Priester und Staatsdiener verstanden sich als Schutzherren des Volkes. Jede Anomalie der Flutperioden des Nils konnte jedoch zu Wasserknappheit führen. Dies hatte verheerende Konsequenzen für Weizen und Gerste. Der Pharao, die Verwalter und Priester wussten, dass sie dem Volk beweisen mussten, dass sie eine solche Katastrophe abwenden konnten. So erfanden sie die Geschichte, die man auf der Hungersnotstele lesen kann. Die Geschichte beginnt damit, dass sich der Pharao um sein Volk sorgt. Die Nilflut ist seit Jahren ausgeblieben und die Menschen hungern. Pharao Djoser findet heraus, dass Chnum, der Schutzgott der Region, der Verursacher der Dürre ist. Djoser bietet dem Gott Opfergaben an und befiehlt seinen Priestern, den Tempel des Gottes zu restaurieren. Die Opfer besänftigen Chnum und die Fluten kehren zurück. Die Geschichte sollte die Bedeutung der Gottheit für den Alltag der Menschen illustrieren, aber auch zeigen, wie wichtig König und Priesterschaft waren, wenn es um Ernährung und Schutz des Volkes von Ägypten ging.